Oh, machen wir mal weiter. Oh, ich habe 3 Zuschauer, nett. Was ich sehe wieder nicht wer. Das ist auch nett. So, Pause, sonst lackt das. So. Was meinst du? Soll ich jetzt den Arena-Leiter mal gucken zum Probieren? Hast du eh nicht. Man weiß es nicht. Mal gucken. Wäre ja vielleicht abartig, wenn ja. Ach du Scheiße, ist ja doch Eis. Ich hab gesagt, es ist Eis. Hier ist ja so ein. Ist bestimmt eine Rutschbahn, oder? Ach du Scheiße, genau dem Gegner in die Hand gerutscht. Und die läuft über meinen Schädel, Alter. Sag mal, wollt ihr mich verarschen, Roxana? Ach ja, den Link, den ich dir geschickt habe, der zweite. Da durftest du auch lachen drüber. Keine Zeit. Ja, ich meine für später. Ey, so wenig zieht das ab, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Thunderschock. Na komm, setz ein. Zieh richtig Damage jetzt bitte. Thunder Punch. Nein! Mensch, ist genau. Ja, gut, das zieht ab. Wunderbar. Komm, einmal noch. Nein! Oh nee, nee, nee. Warum? Warum mein Amphaus? Weil die zu stark sind. Ach, Quatsch. Geschafft. 18.000 Erfahrungspunkte. Was? Waterpuls? Was ist denn bitteschön Waterpuls? Irgendwas mit Wasser. Wieso? Hydropumpe könnte. Oder könnte das Hydropumpe vielleicht sein? Nee, Hydropumpe ist. Weil das ist von meinem Fleckmund, das hat das irgendwie gekriegt. Ich weiß bloß nicht gerade, was ich verlernen soll. Ich überlege zwischen. Sollte er mal verlernen. Hat aber gerade was gebracht, hat den Gegner eingeschliffert. Hält er nicht lange. So, ich gehe jetzt mal schnell wieder heilen. Du solltest wenn schon Statusveränderung nehmen. Das hat ja Status verändert, er hat geschlafen, das Viech. Aber halt nicht ja, allzu lange. Das ist ja Statusveränderung in dem Sinne. Also so hast du ihn wirklich bleiben. Die auch Schaden ziehen oder Paralyse. Paralyse, Stimmt doch eigentlich Paralyse. Stimmt, nee, oder? Doch. Die Paralyse, ja. Doch. Paralyse hervorrufen. Oder Brand. Nee, warte mal, Paralysierung eigentlich. Nee. Paralyse. Du bist paralysiert, die Paralyse. Oh, Waterpuls ist eine Attacke, also zum Angreifen ist schon immerhin etwas. Na ja. Aber bringt mir auch nicht viel Grad. Feuer bringt viel. Wie ich jetzt ehrlich gesagt nicht laufen lassen, also. Das ist mein Problem gerade. Aber das Yugong ist doch, Yugong? Nee, Quatsch, Yugong ist die Weiterentwicklung. Yurop. Ja, das müsste normalerweise Schaden nehmen bei Elektro. Ja. Oh, das zieht ein bisschen. Ja, naja. Ist sehr effektiv, scheint bei mir. Aber dafür hat's mich auch gerade gekillt, ey. Mistviech. Oh! Was für ein Ding? Was, also, Hab ich nicht. Pflanze. Ich brauche an sich kein Pflanzen-Pokémon bei mir. Das ist auch nicht so gut. Ja. Überlege ich gerade. Ich nehme, glaube ich, jetzt. Pflanze kalt. Ja. Ich nehme, glaube ich, jetzt mein Fetisch, um den letzte Energie zu ziehen. Das dürfte passen. Aeroas natürlich. Nein, ach nö, du bist so ein Mistviech, ey. Gottverdammt.
Man soll ja nicht fluchen, aber das ist echt mies. Okay, dann versuche ich es nochmal mit Fleckmon, ey. Tackle. 22.000 Erfahrungspunkte, das hat es doch noch gebracht. Na, immerhin. Und ein paar Level dadurch wahrscheinlich. Also eins zumal. Was denn das für ein Viech? Das ist mir neu. Was? Das ist ein Godzilla? Naja. Ja, aber an sich habe ich es nie gesehen, also beziehungsweise gefangen. Godzilla ist die Vorentwicklung von Rosana. Aber ja. Warte mal, Godzilla, gab's die schon mit der Silberne? Ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das gab's erst später. Nee, Godzilla gab's ab der Silberne. So. Also Silbergold und so. Jetzt muss ich doch schon ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Oh, 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 oh Gott, verdammt. Ey, das Vieh hat Amok einfach mal so nebenbei geklettet, ey. Boah, Alter, willst du mich rollen? Das ist so fies, das Viech. Aber immerhin ist es wenigstens weg. Boah, nee, oder? Ja gut, das zieht wenigstens Damage jetzt. So, komm. Alter, ich level dein Viech gerade um 2 Level. Na, oh Gott. Na, obwohl, das müsste eigentlich mit dem Ohr noch gehen. Okay. Au, oh, au, oh, verdammt, Alter. Sag mir, dass Konfusion mehr bringt als Psychobeam. Nicht wirklich. Dann verliere ich diesmal. Berlin ist so stark davon. Mm, es gibt doch ein Minus überall. Bin ich mir nicht irre. Ja, zum Glück nicht, aber. Alter, das Vieh ist mies. Kannst jetzt erstmal 24 Stunden lang. Nicht. Nur 2 Wochen nicht mehr antreten. Was? 2 Wochen? Willst du mich verarschen? Wenn du gegen Arenaleiter fliehst, einen Tag. Wenn du gegen Arenaleiter, Trainer. Verlierst, dann 2 Wochen. Alter, nein, oder? Allgemein, alle Trainer kannst du nach 2 Wochen wieder anreiten. Nee, das ist zum Kotzen, ey. Nur den kann ich komischerweise jetzt schon angreifen. Na, dann mach ich halt die erstmal. Wen? Die hier unten statt in der Ecke. Oder der. Muschas. Ja, nur gegen den einen Trainer, den du verloren hast, nicht mehr antreten für 2 Wochen. Hat eigentlich Vorteile, da musst du gegen alle nur verlieren, dann kommst du wenigstens zum letzten. Hat auch Vorteile. Naja. Kann man jetzt so oder so sehen, ne? Aber ehrlich gesagt, eine andere Frage. Hast du heute an der Kohlensäureflasche genuckelt? Mm. Du hast mehr Kohlensäure in dir als ich heute. Ja, es ist eine frische Zitronenlimonade aus dem Kühlschrank. Ich habe auch noch eine 2 Liter Flasche Cola hier stehen, aber die hat mir bis jetzt noch nicht sowas gebracht. Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Genau, das mit ist viel Kohlensäure drin, ich glaube, das ist 50% Kohlensäure drin. Tja.
Heute Pumpe zu gehen mehr. Ah, verdammt, ey. Warum geben sie mir eigentlich immer solche Gegner? Das ist auch total unfair. Heißt aber, in 2 Wochen könnt ihr alle Gegner, die es hier gibt, nochmal machen. 2 Wochen nach dem Kampf, wo du gegen die gekämpft hast, ja. Okay. Heißt, wenn ich mal... Heißt also, wenn ich 2 Wochen jetzt hier gebraucht habe, obwohl ich habe in der Woche überhaupt nichts gemacht fast. Heißt also, die Anfangsgegner könnte ich jetzt schon wieder machen. Ja, bringt die nur weniger. Naja, zwar nicht viel Erfahrungspunkte, aber dafür ein bisschen Reap vielleicht. Bisschen auch nur. Ampharos. Thunder Punch. Ja, nochmal Thunder Punch. Na komm. Haha, Big Buster. Ich glaube, ich habe auch Level 31 erreicht. 50.000 Erfahrungspunkte, geil. Mein Jurob hat fast Level 45. Ab 47 erlernt der Eisstrahl, danach ist aus. Tja, wenn du meinst. Ja. Wenn ich da mein spezielles Pokémon habe, sehen alle ein bisschen älter aus als sonst. Aber bevor ich Johto verlasse, werde ich mir dieses Ding holen. Ach man, wieso greift's immer mich an direkt, ey? Das ist total unfair. Tja, ha, siehst du mal, fast tot. So, nächstes Level erreicht, oder? Ja. Yay. Boah, da. Zu geil, ey. Mein Fleckmann braucht 13.832 für ein neues Level, na? No. Und wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Obwohl, ich habe mich verguckt, ich habe eine 0 zu viel gezählt. Ich habe noch ein bisschen 100 drüber. Ich hab so gelesen, 150.000 Erfahrungspunkte, da dachte ich so, oh Gott. Konfusion. Was? Zen Headbutt? Was ist ein Zen Headbutt? Ist das Stärke oder nicht? Es dürfte Kopfnuss sein, oder? So. Oh, eine Weiterentwicklung? Auch nicht schlecht. Button. Vom Watti die Weiterentwicklung. Beziehungsweise Flatty. Da fällt mir glatt ein Spiel ein, was ich auch würde gern machen. Mikes Mama, die für ihn kocht. Nein. Ich muss nur sehen, wie ich die DOS-Box irgendwie hinkriege, dass ich die auch nehmen kann. Mit Bandicam. Alter. Oh, Hilfe. Als Grundlage, wenn ein Rübser kommt, Mikromute, das könnte helfen. Nee, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Du hast Reflexe. Bist bestimmt wie so ein Fleckmon. Ja gut, das ist Mike. Wie ein Relax. Das ist noch stark. Ey, ich hab heute einen Relaxo gesehen, das war so dünn wie kein anderes, ey. Das war schon krank oder abartig.
So. Dann wollte mich verarschen, es hat kein Level erreicht. Nee, Flammenrad wäre besser gewesen. Mann, bin ich doof. Genau, so sieht's aus. Boah. Die Leute und ihr Surfbrett, Alter, das kotzt richtig an. Und wieso hast du bitte schön schon ein Surfbrett? Jemand losgeht, Theke und sagt, ey yo, verkruß auch da und du Surfbrett, Junge. Dann haut sie das Surfbrett schön auf den Tresen und du knatschst Geld auf den Tresen. Du holst dir dann dein schönen Surfbrett. Ich frag mich nur, wo du die Kohle hergekriegt hast. Das ist das wieder springende Punkt. Verdient, Junge, verdient. Die arbeiten und weißt du, was du willst. Du und arbeiten. Wuhu. Ich hab schon wieder eine halbe Million. Halbe hunderttausend. Halbe Million. Du und eine halbe Million, ja, halbe klar. Million wäre schön, Alter. Dann bin ich gleich los zum Fahrradladen, kannst du glauben. Also, darauf fällt mir nur Elsword ein, ne? Nur mal so nebenbei mit halber Million. Obwohl, Mike dürfte man da auch nichts geben. Das, bei ihm kommt ja gar nichts raus am Ende. Wie letztes Mal, da fragte mich, was es wert ist und macht einen Marktplatz auf. Ist so, und dann auch noch unter Wert hat er gebracht. Alter, ich dachte so, nein. Erklärt bei ihm schon den Preis und dann macht er noch so Trotz, ey. Aber das Bild, was er heute gepostet hat, ist das Schlimmste von allen, ey. So, das Level haben wir auch schon mal erreicht. Wunderbar. So. Hä? Lol, ich dachte so jetzt, hä? Warum sind auf einmal die Gegner weg? Ey. Wollt ihr mich verarschen? Alles gegangen. Ja, auf einmal war alles leer, aber. Ich komme hier nicht weiter. Huch! Jetzt bin ich bis zum Dings hochgerutscht. Zwei Gegner. Aha, aha. Oh, was ist das denn? Ein Kniff? Border Knife has sent out Swin up. Du kriegst von mir nur ein Flammenrad, das kannst du sicher sein. Au, oh, scheiße. Das hat uns sehr viel effektiv. Ja, ich sehe es gerade. Das ist nicht sehr effektiv. Wieso nehme ich Fleckmon? Sag mal, bin ich so dämlich gerade? Konfusion. Ah, genau, abbieten. Ja. Meine gut, es bringt mir jetzt Erfahrungspunkte für Fleckmon, aber. Ja, 7% habe ich gerade. Ja, genau, Fleckmon ist dort. Toll. Ich wollte ja auch Ampfer rausbringen. Thunder Punch. Das ist auch nicht so gute Idee. Ja, ist aber relativ.